deine ersatzfähige Geräte. Aha. Radgelbuch, Kapuze 30. Warzbuschel, Magellan, sind alle beieinander. Magellan, die hast du alle beieinander. Ja. Da sind jetzt noch zwei Hähne drin von der Deutschen Meisterschaft von der Magellan, Champion-Kollektion. Und mein Schwarzbrust, der Weltmeister, dieser ist auch dabei. Jetzt sieht es besser aus. Segel. Top Segel, ne? Mhm. Lauter Bude, ja. Der mit dem blauen Ring, ja. Genau die Frage. Der muss da links sitzen, oder? Er ist so drüben. Eigentlich ist auf dem Stecker noch eine gelbe. Magellan, Gelbung, Schwarzbusch ist so Freude. Da sind auch noch zwei Kapuze dabei von der deutschen Mannschaft. Von einer Kollektion. Ja. Und das sind ja meine Fähige, das wäre ja ohne künstliche Farbe gesagt, nur mit Grünfutter. Da haben wir ja schon oft genug diskutiert, ja. Auch bei uns am Stammtisch. Viele behaupten, das geht nicht, aber ich kann das beweisen, ich habe das schon mehrmals das deutsche Mannschaft gemacht und die Fähige sind genauso rot und das Rot ist schöner als das Farbgefutter. Kapuze sind echt spitze. Magellan auch, wenn wir den da einen Bogen da sehen. Kapuze, das ist immer dieses Jahr. Also, Kugel, das ist jetzt so aufnehmen. So ein Magellan 30, ja. Ja, das ist ganz schön riesig, ne? Ja, und das scheint auch gut so, weil die stacheln sich derart auf da drinnen. Aha. Die sind rank und schlank und eigentlich kann ich sagen, fast jeder befruchtet da jedes Ei. Und so haben die immer alle meine Hähne in der Dreifachbox drinnen, recht eng. Und da sind die 8 Wochen drin vor der Zucht, bevor ich anfange. Aha. Und dann sind die alle fit. Natürlich fliegen da mal ein paar Fäder, klar, aber ja. Das ist ganz normal. Das hier mal wieder zumachen, nicht, dass ich das aufnehme. Und das da. Zu. So, und das sind die Mädels drin. Die Mädels, ah ja. Die Weibchen dazu, so schöne Magellan-Weibler. Ja. Die Kapuze auch schön. Schwarzbusch sind ja auch schön zu sehen. Wo steckt die immer? Ah, da hinten. Die ist das Gelbauch noch drin. Gelbauch sind auch schön. Ja. Wer so mein Verbot hätte, ein paar von denen, ja. Richtig. So.
schön. Wie weißt du das jetzt futtermäßig, was du da noch aufgestellt hast? Ja? Das Futter, das ist kein Futter. Das ist eine fertige Mischung. Das da, ne? Ja. Fertige Mischung? Das ist kein Futter, das ist spezial. Muss man vielleicht mal weggehen. Also das da halt so. Und das Keimfutter besteht aus zwei Teilen Keimfutter 20 Spezial, einem Teil Sonnenblumen Mikro und einem Teil Negersaat. Ist das, was jetzt der Hanna? Das ist die fertige Mischung. Das ist die fertige Mischung, ja. Der Hanna? Mhm. Das der Hanna ist jetzt das. Das ist Keimfutter Spezial. Keimfutter Spezial und zwei, das der Hanna? Auch zwei Einheiten Spezial. Zwei Spezial. Eine Einheit Sonnenblumen und eine Einheit Negersaat. Die Negersaaten sind die Sonnenblumen, die Mikro. Die Mikro. Das ist dann vom Blattner dein? Vom Blattner, ja. Du tust immer mit den Silos kein Futter aussetzen, gell? Das Keimfutter ist jetzt von gestern. Das sieht man jetzt schon, dass es anfängt mit Keimen. Ich wollte auch, das ist ja also richtig gute keimfähige Ware. Gell? Ja. Und der Raumtemperatur? Das ist von heute. Das war heute. Heute Mittag angesetzt. Und da kommt 10 Tropfen mit Resan. Zum Pilze abtöten. Genau. Das kann man dann bedenkenlos, wenn es fertig ist, ja, mehrere Stunden rennen lassen, ohne dass es säuert und alles. Und es riecht angenehm und ist echt gut. Vier Junge? Schönes Bild. Schüsselbestände. Hast du alles noch? Kalkbox. Kalkbox, gut. Oder Kalkbar. Kalkbar, ja. Kalk, Mineralien. Ja. Und das ist, die Kohle. Kohle, Vogelkohle. Kohle. Quarzsand. Das ist Quarzsand. Das ist der Kalk Bruckmann Zwergmarke. Aha. Das ist das da. Ach, das war schon die Hase und die Kleinkürzchen. Genau. Okay. Und das andere ist der Taubenstein, Laus, Schnittstein. Das ist das da, ne? Das da, ja. Das ist ein vieriger Stein, der wird halt im Hammer verklopft. Verklopft, ja. Super. Und
nächste ist rissig. Ein spitzer Grit, muss ich sagen. Vom Ralf Hörre, vom Bird Basics. Aha. Und das ist schon, weil ich das sehe, das ist die, sagen wir, die Holzkohle oder was? Ja, mit Holzkohle vermischt, ja. Vermischt. Aha. Und so sieht es aus, wenn es dann kriegt, praktisch. So, so ist es traurig. Ja, also jetzt kriege ich die nach Bedarf eben. Also manchmal hält es 2 Wochen, manchmal bloß 1,5, wenn sie kurz vorm Leger sind, fressen sie relativ viel Kalk. Und ich finde, das ist absolut das Wichtigste, die Kalkversorgung, Mineralien. Aha. Wenn die nicht stimmt, dann gibt es keine Gülle, und auch Degenot, ja. Und kenne ich eigentlich überhaupt nicht. Weil ich ja dementsprechend Zuchtvorbereitung mache, eben mit den Hakimol grünen Tropfen. Ja. Und viel Kalk geben, dass sie das bei Zeit kriegen, also lang bevor sie legen. Mhm. Super. Grüne Tropfen. Hakimol-Grün ist gekommen in der Apotheke. Apotheke auch, ja. Die sind jetzt so teuer. Die kostet 7 bis 8 Euro. Ja, ja. Und die räuchern eigentlich die ganze Zuchtsaison. Ja. 3 bis 4 Tropfen aufs Trinkröhre. Die Hakimol 3 bis 4 Tropfen aufs Trinkröhre? Trinkröhre, ja. Täglich? Täglich. Aha. Ich mache immer wieder bloß einmal dazwischen einmal Vollvitamin, wie der Gumbex oder so. Aha. Ach, da oben. Ah ja, bin ich da. Was soll ich da aufmachen? Oh, Andi. Gut. Das ist Paul vom Rolf Ackermann. Der hat auch einen zum Beispiel. Das Eifutter ist das von der Kova. Von der Kova. Und bei Kuhmineralien mit Kalk und so weiter, was wir vorher schon vorhin, das ist von der Kova. Ja. Eifutter. Super. Und das ist jetzt, wie jetzt praktisch der Kalk noch gut und hoch, praktisch so runterfresse ich. Dann gibt es morgen nachher. Jetzt 4 bis 5 Jahre, jetzt sind leider nur 2 Stück. So ist es jetzt auch das 2 Hähne. Und dann werden wir den Grünfutter da an 10 Grad, das macht es schon noch. Das ist quasi, da haben wir so die Ausgangsbasis da, wenn man ja, den Kübelweg schafft. Seit gestern ist der drinnen. Da sieht man ja schon nach dem ersten Tag, dass er schon grün wird. Weil oft kannst du ihn auch kaufen, den kriegst du im Handel, wo es schon grün ausgewachsen ist. Aber den nehme ich meistens nicht, weil der schon recht alt ist, der wird recht schnell faulig im Sprung unten. Und so sieht er noch aus, wenn er richtig grün ist. Schon nach 3 bis 4 Tagen. Dann sieht man ja unten, wie das Wasser drin steht. Nicht mehr wie so ein Zentimeter. Du musst das auch immer täglich wechseln. Ausschneiden. Immer frisch ausschneiden. Ja, ja. Schnitt machen, frische. Ja. Und dann kann man das also bedenkenlos
bis zu zwei Wochen stehen lassen. Ich habe jetzt leider keinen mehr da, aber man sieht, er treibt jetzt schon aus, er kriegt so hohe Spitze. Sieht aus, wie wenn es so richtig wohl am Herbst sind. Ja, finde ich ja. Sieht die so richtig gesund. Alle Hähne sehr gut mit. Ich habe überhaupt keine Probleme, deswegen brüllen die Weber auch sofort wieder. Die sitzt da schon wieder auf dem Nest. Ja, die Ober auch, die sitzt dann schon wieder. Da muss ich stehen, die da noch ein Herz rum. Schön, ne? Ist gar nicht so einfach. Die hat 5 Feuer, die haben halt 4. Die lässt sich von dem Jungvogel nicht stören, oder? Nein. Topfähige. Junge Kapuze. Ja. Die sind mal auch schon ein bisschen. Ja, 14 Tage. Wie viel? 14. 14 Tage. Ja, die fliegen da später aus wie ein Kürbis. Ja, gut. Es gibt ja auch ziemlich viel, wenn man ziemlich viel Kleinfutter rein tut, gell? Das ist schon mal rein. Und Sonnenblume dann auch gern auf, ja, die Kapuze. Das zweite Mann wird ganz schwer. Das ist ein Rat von der Maria, der Champion-Kondition. Ja, wo sie da jetzt machst, Maria Champion. Auf der Deutsche, Caroline Champion. Da am Rechner, am Schnabel rum ist der auch ganz schön gerührt. Wie viel ist von der Junge, ja? Wie alt sind die Junge jetzt da? Die sind jetzt auch so 28 Tage alt. Kurz davor, um 30 Jahre. Thank you.
große Kröpfchen, die er gar nicht fressen will. Und da ist es meiner. Ja. Oder jetzt, ja.
Sommerfutter nehmen wir zuerst zwischen den Eiern auf, gell? Ja. Thank you.
Wenn ich nicht so süß bin, dann denke ich, ja, okay, das ist ein Farbtyp. Wenn aber jetzt nicht meine Nase ist, dann süß.